Das Thema vom rechten Hören und Reden ist auf den ersten Blick nicht so richtig deutbar und nicht so verständlich, war es für mich zumindest nicht. Als ich mich aber dann näher mit dem Thema beschäftigt habe, ist es eigentlich sehr einfach zu verstehen. Um es ganz einfach zu sagen, es geht darum, wie wir als Christen nach außen hin kommunizieren, wie wir nach außen auftreten. Und daraus kann man extrem viel ablesen. Wenn wir zum Beispiel Dinge ungünstig formulieren, Worte, die sehr verletzend sein können, kann es zu schwerwiegenden Missverständnissen kommen. Das ist uns bestimmt im Alltag allen schon mal begegnet, egal ob das jetzt gewollt oder ungewollt war. Deshalb müssen wir stets auf unser Vokabular achten, dass wir nicht nur als Christ leben, sondern auch dementsprechend reden. Das ist ganz wichtig, um sozusagen dem Nächsten wohlgesonnen zu sein. Aber auf gleicher Ebene steht auch das Hören. Oftmals ist man ja von anderen Dingen abgelenkt und der Gesprächspartner fragt einen, hörst du mir eigentlich zu? Und wie wir Menschen sind, aus Nachlässigkeit passiert das schon mal. Und in der Bibel, in Lukas 11, 28 heißt es, selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Ist eigentlich ein ganz simpler Satz, aber der lässt sich auch super in unser Leben integrieren. Wenn man über eine Sache reden will, muss man ja vorher bereitwillig und gut zugehört haben. Anders funktioniert das nicht. Und es geht auch nicht eine Sache von beiden. Dementsprechend ist das sehr wichtig, dass man sich zumindest darum bemüht, sowohl bereitwillig zuzuhören, als auch dann darüber zu reden. Sowohl über alltägliche Dinge, aber insbesondere auch bezogen auf den Glauben. Es wird nicht immer gelingen, dafür sind wir einfach Menschen, aber das Bemühen sollte immer da sein. Und das ist am Ende das Wichtigste. Der Österreicher Viktor Frankl, der mehrere KZs überlebte, aber ertragen musste, dass seine gesamte Familie dort starb, sagte einst, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und ich möchte dieses Zitat erweitern. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung, in der echten Nächstenliebe und unsere Freiheit. Wenn ich mit Gemeindemitgliedern zusammensitze und Klagen höre, dass beim Frühjahrsputz wieder nur Senioren mitgeholfen haben und niemand aus der Jugend, dann kann ich überlegen, wie meine Reaktion aussehen soll. Ich könnte dies zum Beispiel als Beleidigung und mangelnde Wertschätzung meiner Generation annehmen und den Menschen vor allen Leuten mal ordentlich die Meinung geigen, dass auch die Senioren nicht perfekt seien. Ich kann aber auch genau zuhören, mich in mein Gegenüber hineinversetzen, verstehen, dass er mit einem anderen Selbstverständnis aufgewachsen ist und erkennen, dass er sich einfach nur Sorgen um die Zukunft seiner Gemeinde macht. Ich kann ihn ernst nehmen, aber auch anhand von Beispielen erklären, welche Päckchen die Jugend heute zu tragen hat. Dann kann ich Lösungsvorschläge suchen, wie zum Beispiel vor dem nächsten Frühjahrsputz die anderen Jugendlichen direkt anzuschreiben. Und selbst wenn ich auf kein Verständnis stoße, kann ich verhindern, dass sich das Thema zu sehr aufheizt, indem ich rechtzeitig meinen Mund halte. Dann kann ich beten, dass Gott mir beim nächsten Konflikt die richtigen Worte mitgibt und mir immer wieder Kraft schenkt, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass uns die Kommunikation nicht trennt, sondern unsere Gemeinde eins wird. Eins in Geist und Streben. Eins in Lied und Leben, eins in Wort und Tat. In der Bibelstelle heute geht es darum, Gott zuzuhören und weiter davon zu erzählen. So wie das gute Jünger eben tun. So ein bisschen wie ein Sprachrohr Gottes. Die meisten Leute, die mich kennen, wissen zwar, dass ich Christ bin. Über meinen Glauben zu reden fällt mir aber trotzdem immer noch ziemlich schwer. Ich plaudere heute mal aus dem Nähkästchen. Ich habe bei einem Zeitungsverlag eine Ausbildung gemacht und dadurch auch in der Akquise gearbeitet. Das heißt konkret, Leuten eine Anzeige in der Zeitung zu verkaufen. Man muss die Leute also anrufen,
ihnen von der tollen neuen Aktion erzählen, die gerade aktuell ist. Und im besten Fall sagen die Leute dann, ja. Das war mal so gar nicht mein Ding. Ey, ich hatte echt Angst, die Leute anzurufen. Angst davor, eine Absage zu bekommen, aber auch Angst davor, den Leuten einfach nur auf den Sack zu gehen. Vor allem, weil ich auch nicht wirklich für die Sache brannte, die ich da verkaufen sollte. Wenn ich mir vorstelle, anderen von meinem Glauben zu erzählen, dann geht mir das jetzt immer noch ähnlich. Das mit der Angst. Aber das Schöne ist, dass wir im Gegensatz zum Verlag keine Quoten bringen müssen, keine Verkaufszahlen oder Umsatzziele einhalten müssen. Und so hat sich in der Vergangenheit tatsächlich immer mal eine Gelegenheit ergeben, die Sache mit dem Glauben ganz ungezwungen anzubringen, einfach davon zu erzählen, wenn es passt und ohne, dass der andere am nächsten Sonntag mit dem Abschleppseil in die Kirche gezerrt werden muss. So kann ich mir die Sache mit der Akquise schon eher vorstellen.